Hallo, Markus Weger mit einem weiteren kurzen Screencast zu Affinity Photo. Ich habe wieder ein Bild herangezogen aus meinem Buch, Workshop-Buch über Adobe Photoshop und habe da in Photoshop hier also einen Zoom-Effekt verwendet. In Photoshop heißt das radialer Weichzeichner. Und etwas praktisch Identisches finde ich auch hier in Affinity Photo. Ich aktiviere hier zunächst mal die Hintergrundebene und kann dann diese über einen Rechtsklick oder Command J duplizieren. Das heißt, ich mache das wie gewohnt mit demselben Tastaturbefehl, wie er auch in Photoshop vorhanden ist. Anders als manche andere Filter kann ich diesen Filter nicht als Live-Filter anwenden. Zoom und Unschärfe gibt es hier nicht. Deshalb gehe ich hier ins Menü Filter und deshalb habe ich auch die Ebene dupliziert, gehe ins Menü Filter, wähle hier unter Unschärfe die Zoom-Unschärfe. So, und das ist jetzt in Photoshop noch immer ein Uralt-Filter, den es dort schon gab, als ich vor 20 Jahren begann mit Photoshop zu arbeiten. Und er hat nicht wirklich eine Vorschau. Anders jetzt hier natürlich in Affinity Photo. Ich kann das hier jetzt diesen Effekt einstellen, habe direkt gleich die Live-Vorschau, kann dann die Mitte des Filters positionieren. Das sieht jetzt hier etwas komisch aus. So, verstärke das Ganze vielleicht dann noch etwas, um da richtig einen Action-Effekt reinzubekommen. Bestätige das Ganze, wir anwenden. So, jetzt möchte ich aber das Gesicht wieder einigermaßen sichtbar, normal sichtbar machen, ausblenden. Dazu klicke ich hier auf Ebenenmaske. Funktioniert generell genauso, wie man das aus Photoshop auch gewohnt ist. Ich kann durch Drücken der Taste B den Pinsel aktivieren, ihn größer einstellen. Ganz schön hier die Live-Vorschau. Was der Pinsel bewirkt, wenn ich in der Maske schwarz auftrage. So, macht dann das Werkzeug mit diesem Trick hier weicher und reduziere den Fluss. Vielleicht nicht ganz so stark. So. Und dann kann ich hier jetzt eben drüber malen und eben die Bereiche einfach freistellen. Ja, und habe damit eben denselben Effekt, den ich in meinem Photoshop-Buch auch in Adobe Photoshop gezeigt habe.